Fütterung und Futterqualität. Meine Gäste sind Birgit und Ottfried Lengvenat, beide Agrardiplom-Ingenieure und Fachberater für Fütterung, Haltung, Weide im Ingenieurbüro für Pferdemanagement. Was ist, kurz gesagt, das Grundprinzip einer artgerechten Pferdefütterung? Also ich meine damit, welches Futter, wie oft, wann soll gefüttert werden? Bitte. Das allerwichtigste Futter einer Pferdefütterung ist das Grundfutter. Dies kann Heu sein, Silage, das kann Gärheu sein und natürlich auch die Weide. Diese Futtermittel bilden die Basis in der Pferdefütterung und hier sollte mindestens das Pferd 12 Stunden am Tag dieses Futter aufnehmen können. Wenn die Pferde allerdings zu fett werden, dann muss man reduzieren. Bei höheren Leistungen kann man dann mit einem Kraftfutter ergänzen. Ich möchte jetzt gerne so Flashwords nennen und Sie sagen Ihre Gedanken dazu. Genmanipuliertes Futter für Pferde. Kommt in der Regel nicht vor. Allerdings bei laktierenden Stuten und Fohlen brauche ich zum Beispiel Soja-Extraktionsschrot. Und hier kann man nicht ganz sicher sein, ob nicht genmanipulierte Charge mit hineinkommen. Man kann andere Futtermittel wählen, wie Erbsen, Bohnen. Wir können den Eiweißgehalt über andere Futtermittel bequem ergänzen. Mineralstoffangereichertes Futter? Mineralfutter ist wichtig. Es sollten allerdings dazu die Rationen durchgerechnet werden. Und dazu kann man das kann man nur genau machen, indem man genaue Analysen hat. Hier gibt es in der Pferdefütterung häufig einen Mangel in Bezug auf Zink, Kupfer, Selen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die ergänzt werden müssen, speziell durch Mineralfutter. Also zugeführt. Ja, zugeführt werden. Calcium und Phosphor ist in den meisten Rationen ausreichend vorhanden. Wir haben hier neue Bedarfswerte und die liegen erheblich niedriger als vor einem Jahr. Wären hier auch die Antagonisten zu diesen Mineralstoffen berücksichtigt? Bei Calcium zum Beispiel Magnesium wegen der Dosierung? Das kann man allerdings nur in einer Rationsberechnung machen. Wir wissen, wenn zu hohe Calciumwerte vorliegen, dann ist ein Mangel im Magnesiumbereich vorhanden. Erstmal die Rationen richtig stellen und dann gezielt ergänzen. Das wäre der Plan. Werden diese Mineralstoffe, die das Pferd beinhaltet, in irgendeiner Form sich auswirken auf den Menschen? Ich meine in der Leistung des Pferdes, dass es leistungsfähiger wird für einen Reiter oder in irgendeiner Form. Magnesium, könnte ich mir vorstellen, stärkt die Muskulatur. Es beruhigt. Magnesium beruhigt. Also bei sehr nervösen Pferden hat sich Magnesium, eine Magnesiumzugabe bewährt, wo es tatsächlich in Bezug auf Muskulatur von den Mineralstoffen her einen Einfluss hat, das wäre Selen. Wenn ich einen Selenmangel habe, der Gott sei Dank allerdings relativ selten vorkommt. Und den sollte man auf jeden Fall anhand einer Blutanalyse abchecken über den Tierarzt und dann gezielt Selen dazu füttern. Auf jeden Fall nach 8 Wochen nochmal eine Kontrolle über das Blut, ob der Pool nicht gefüllt ist. Ich rutsche sonst sehr leicht in eine Überversorgung und das wird für das Pferd gefährlich. Selen steht auch in enger Wechselbeziehung zu Vitamin E. Könnte man auch sagen, Zink wäre entzündungshemmend? Das wüsste ich jetzt nicht, aber Zink, Kupfer haben auch ein Verhältnis, was eingehalten werden muss, auch im Verhältnis zu Calcium. Und Zink würde ich eher sagen, immunisieren. In Bezug auf Hufe, Immunsystem und so weiter, eine positive Wirkung. Dann Saftfutter. Saftfutter ist ganz allgemein erstmal das Gras. Man kann auch ohne weiteres Silage dazu nehmen. Also diese beiden Futtermittel wären Saftfutter. Das heißt, es sind geringe Trockensubstanzgehalte, viel Wasser in diesem Futtermittel enthalten. Weil wir gerade bei Wasser sind, ist viel Wasser wichtig für das Pferd? Eine freie Aufnahme von qualitätsvollem Wasser ist ganz wichtig für das Pferd, steht an allererster Stelle und dann kommt erst das Rauffutter.
Man sollte auf keinen Fall das Trinkwasser mit Medikamenten oder Salzen anreichern, um das in die Pferde hineinzubekommen. Das Wasser muss immer klar sein und vor allem nach größeren Anstrengungen braucht das Pferd ausreichend gutes Wasser. Mhm. Kraftfutter? Kraftfutter ist allgemein der Begriff für ein Futter, was höher energetisch konzentriert ist als Grundfutter. Verträgt das jedes Pferd, Kraftfutter? Wenn erstmal generell ja, aber das Gesunde in Bezug auf Verdauungstrakt ist das Grundfutter. Und ich muss dann nur bei höheren Leistungen entsprechend Kraftfutter dazugeben. Mhm. Bei mittlerer bis leichter Arbeit kann ich eventuell in manchen Fällen auf das Kraftfutter total verzichten. Mhm. Allerdings hat das nur Rauffutterfüttern auch das Problem, dass die Pferde oft zu rumpfig werden. Die haben einen sogenannten Heubauch und der Reiter möchte lieber ein etwas schlankeres Pferd. Und dann muss ich natürlich das Grundfutter einschränken und dafür die Energie mit Hilfe von Kraftfutter ergänzen. Hafer? Hafer ist ein ideales Pferdefutter für Pferde, aber immer nur in Kombination mit dem Grundfutter. Beim Hafer haben wir sehr, sehr viele verschiedene Hafersorten. Weißhafer, Gelbhafer, Schwarzhafer sind im Grunde genommen von den Inhaltsstoffen her alle gleich. Es gibt Unterschiede beim Nackthafer und mittlerweile gibt es Züchtungen, wo auch im Hafergehalt der Fettgehalt angereichert wird, sodass ich hier ganz spezielle Sorten habe. Das steckt aber noch in den Kinderschuhen, hier wird noch geforscht. Pellets? Pellet ist nur die Form. Man kann jedes Futtermittel pelletieren. Es hat einen großen Vorteil, pelletiertes Mischfutter zu geben, aus Sicht der Hygiene. Ich habe eine geringere Oberfläche im Vergleich zum Müslifutter. Beim Müslifutter habe ich eine sehr große Oberfläche und dadurch ist ein Müslifutter verderblicher im Vergleich zu Pellets. Die Müslischiene hat sich ausgebreitet aus einem einfachen Grund. Weil der Verbraucher sieht, was drin ist. Und wenn man dann noch Möhren hat, die rot sind, Erbsen, die gelb sind, dann ist das fürs Auge sehr schön. Das kann man im Pelletfutter nicht sehen, aber die Hygiene ist das oberste Gebot. Bei den Pellets sollte man auch auf jeden Fall auf den Sackanhänger gucken, weil es ist einfach so, dass in den Pellets natürlich auch viel versteckt werden kann. Also wenn man dann sieht, dass an erster Stelle irgendwelche Schälklein stehen, dann ist das natürlich ein Futter, was einen relativ niedrigen Energiewert hat und eigentlich dadurch nur das Futter nachher auch so billig werden kann. Man muss sich eben auch überlegen, warum Pellets teilweise preiswerter sind als Hafer. Das kann ja nur dann sein, wenn ich Produkte da verstecke, die eben auch sehr preiswert im Einkauf sind. Obwohl Haferspelz nicht schlecht ist, viele Pferde brauchen gar nicht so viel Energie. Es muss dann aber auf die Hygiene geachtet werden. Und das ist sehr schwer, natürlich dann im pelletierten Futter dann nachzuweisen. Bierhefe? Bierhefe ist sehr positiv. Die gesamten B-Vitamine, die ein normales Pferd im Dickdarm selber bilden kann, können aber bei Stress und so weiter und bei Darmproblemen zugeführt werden, recht günstig über die Bierhefe. Größenordnung 50 bis maximal 100 Gramm. Leinöl? Leinöl oder andere Öle sind reine Energieträger. Das Leinöl unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Ölen, indem wir die Omega-3-Fettsäuren drin haben, die auch hemmend wirken in Bezug auf Entzündungen. Wir müssen allerdings dazu sagen, ein Pferd auf der Weide bekommt auch genügend Omega-3-Fettsäuren, denn im Gras habe ich reichlich Omega-3 von der besten Qualität und dann kann man auf Öl ohne weiteres verzichten. Rübenschnitzel? Rübenschnitzel sind ein Abfallprodukt aus der Zuckerindustrie. Sie enthalten sehr viel Zellulose, Entschuldigung, das stimmt nicht, Pektine. Diese Pektine werden nicht im Dünndarm verdaut. Sie gelangen in den Dickdarm und werden dort von den Mikroben verdaut. Deshalb Rübenschnitzel in der Größenordnung getrocknet, abgewogen bis zu einem halben Kilo sind kein Problem. Wenn es mehr werden, dann könnte es zu Problemen kommen, vor allem zu Gärung im Dickdarmbereich. Rübenschnitzel sollte man darauf achten, dass sie sind oft melassiert oder unmelassiert. Die unmelassierten sind wertvoller in der Pferdefütterung. Die Melasseschnitzel sind aus Sicht der Hygiene etwas problematischer.
Die Rübenschnitzel enthalten unterschiedlich hohe Kalziumwerte. Das sollte man auf jeden Fall in der Rationsberechnung mit berücksichtigen. Mhm. Mesh? Mesh wird hergestellt aus gequetschtem Hafer plus groben Leinsamen gekocht als Mischung plus grobem Salz. Und das wird immer mehr eingesetzt nach größeren Belastungen, um den Darm zu entlasten. Die Pferde bekommen häufig Durchfall nach der Meshfütterung. Und dann freuen sich der Besitzer, dass die Pferde wieder fressen. Ich habe von sehr vielen Tierärzten gehört, dass die Meshfütterung mit Vorsicht zu genießen ist. Mhm. Gäbe es jetzt noch letztendlich Fütterung und Futterqualität Wichtiges zu sagen, dass wir noch zu sagen haben? Das, was ich von den anderen Referenten mitgehört habe, das Allerwichtigste ist die Futtermittelhygiene, die Qualität und ja, das wäre die jetzt eigentlich... wird ja überprüft. Die wird überprüft, ja, sollte aber trotzdem im Silo, als Beispiel, was wir heute gehört haben, täglich auch vom Besitzer nochmal geprüft werden. Mhm. Manchmal sind Schimmelneste im Ballen drin und dann muss der Ballen eben verworfen werden. Mhm. Haben Sie selbst auch Pferde? Ich hatte Pferde bis vor kurzem, aber aus zeitlichen Gründen, weil ich ständig unterwegs bin, konnte ich die nicht mehr reiten und wurde den Pferden nicht mehr gerecht. Früher haben das meine Kinder mitgemacht, die dann die Pferde bewegt haben, wenn ich weg war. Und insofern habe ich jetzt im Moment keine. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.